und willkommen zurück zu Monster Boy and the Cursed Kingdom. Und wir reden jetzt mal mit Mausgewitz, Katzkowitz oder wie auch immer der Typ jetzt wieder heißt. Mystikatz, auf ein Wort. Hä? Hey, der führt bestimmt nichts Gutes im Schilde. Am besten folge ich ihm. Okay. Dann nach unten. Okay. Kleinen Moment. Ich habe gesehen, wie die Königin gerade einen Eulenmann ins Burggefängnis geführt hat. Wie ein Verbrecher sah er mir aber nicht aus. Okay. Ich dachte, der könnte mir noch. Die könnten mir noch irgendwas sagen. Irgendwas Sinnvolles vor allem. So, ich hoffe, die sind in die Burg gegangen. Ha, die sind in die Burg gegangen. Dann schauen wir doch mal. Burg von Lupia. Ich würde mal sagen, erst einmal runter. Und... Ey. Geschafft. Was auch immer jetzt passiert. Aha, ein Zahnrädchen dreht sich. Also ein bisschen haben wir doch was geschafft. Höp, kommen wir nicht so. Boah, Alter. Ihr macht aber einen gewaltigen Terz, ihr kleinen Pinguine. Irgendwas ist hier noch? Ah, okay. Hier kommt man dann irgendwann runter. Okay, das ist ein bisschen doll hier. Muss ich ehrlich gestehen. Und es bringt jetzt auch nichts. Ich hätte ganz gerne wieder von diesem krassen Zaubertrank was. Aha. Schwupp, weg mit dir. Ich merke schon, worauf das hinausläuft. So, so brauchst du mir nicht kommen. Ich habe mir schon gesehen, dass ihr hier einen auf Drachen... Nee! Gefahr macht. Schnell auf den Löwen gewechselt und Kette. Geschafft. Nope. Ach, fuck that. Ey, das ist gemein. Deswegen dachte ich, dass ich... Dachte ich, dass ich hier Sachen zurückwerfen kann. Ey. Wie schnell die sich regenerieren. Und wie zielgenau die Dreckpenner sind. So, was gibt es
denn hier? Okay. Gib ich eine Notenrolle? Ups. Ich kann wieder zurück. Wird trotzdem nicht gut enden hier. Komm ich hier? Ist das hier der Weg? Sag ich doch, das wird nicht gut enden. Oh, scheiß die Wand an. Ach, komm. Boah. Aber wie die Dreckspenner. Okay. Es tut richtig weh, wie die hier abgehen. Okay, hier habe ich ein Geheimversteck. Was habe ich denn hier? Nur für Wachen mit einer Genehmigung. Wer diesen Punkt überschreitet, kommt sofort ins Gefängnis. Okay. Ah, alles klar. So Sneak und so. Muss man echt aufpassen. Okay, hier ist irgendwas, was ich erschnuppern kann. Aha. Das macht gut zu wissen. Wenn ich jetzt hier an die Kiste dran komme, mal gucken, was ich hier drin habe. Wieder nur ein Edelstein. Hm. Ah, alles klar. Schlange. Jetzt komme ich da rein und da oben raus. Nein, 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 nein. Hä? Was war das denn? Sehr witzig. Aber okay. Jetzt wissen wir zumindest, was passiert. Wir kommen genau hier wieder raus. Aber what the fuck? Warum bin ich denn da drauf gegangen gerade? Das habe ich irgendwie gerade nicht so ganz gerafft. Aber passt schon. Boah, ich hatte gerade eben echt Sorge, dass da was passiert. So. Durch da. Aha. Ich check's nicht, wie ich hier gestorben sein kann, bitte. Hier komme ich so nicht durch. Vielleicht brauche ich hier einmal den Froschi. Nur mal ein bisschen aufpassen. Jawohl. Okay, damit ist sein Gesichtsfeld blockiert. Kommt der links noch näher ran oder dreht er gleich um? Ah, toll, jetzt dreht er um.
Okay. Bin ich ein bisschen verwirrt? Hoppla. Okay. So sollte das nicht aussehen. Aber ich habe da so eine Idee. Okay. Wirklich gebracht hat mir das... Doch, das hat mir schon ein bisschen was gebracht. Und zwar kann ich jetzt nämlich... Frosch nehmen. Nom machen. Einmal hier rüber. Ausspucken. Auf Schlange wechseln, mich hier hoch befördern lassen, angiften, hier runterspringen, das Ding kaputt machen. Yay! Lol. Witzig. So, jetzt ist hier der Weg frei. Kommen wir hier weiter. Oh. Was haben wir denn hier noch? Fuck! Wie dreckig! Oh. Oh, ein neuer Zellengenosse. Mit wem habe ich denn, habe ich wohl zu tun? Hallo, ich bin Jin. Uhu, und wer sind Sie? Schön, dich kennenzulernen, Jin. Ich bin Meister Eulius. Endlich habe ich Sie gefunden. Ihr Lehrling hat mir gesagt, warum man Sie eingesperrt hat. Und ich bin hier, um Sie zu retten. Ich kann mir gar nichts ausdenken. Wie besorgt Julius sein muss. Und wie es aussieht, sitzt du jetzt in derselben Klemme wie ich. Keine Bange, mir fällt schon etwas ein. Hoffentlich. Und bis dahin freue ich mich über deine Gesellschaft. Die wird nicht von langer Dauer sein. What? Was zum Henker hat das zu bedeuten? Ah! Das war ja witzig. Sind das nur die Gerüche, damit man sich vorstellen kann, wie es hier in diesem Ding riecht? Ich bring jetzt einmal runter. Ich hoffe, dass ich... Ja, wollo. So, das sieht doch gut aus. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Oh. Hoppla. Hier ist aber ganz schön was los. Okay, ich gehe hier nochmal drunter. Well. Und was haben wir hier? Larry, bist du das? Wo warst du lange? Du bist dran bei mit dem Bewachen der Tür. Ich verhalte mich lieber unauffällig. Verdammt, ich dachte, da kommt jemand. Larry sollte, sollte mich nicht mehr lange warten lassen. Okay. Mal interessant. Wer ist Larry? Oh, Moment. Ja, dachte ich mir fast. So, jetzt kam nämlich er. Jetzt kommt der Fahrstuhl wieder. Während wir hier hochfahren. Ja, Moment. Vielleicht ist das hier... Nee, das wird nicht... Der Weg, der es sein müsste. Schnell nochmal hoch. Nochmal.
hier gleich. Ich glaube, das könnte der richtige Weg hier sein. Wow. Knappes Ding. Ja, das sieht gut aus. Wir machen hier mal lieber einen auf Schlange. Wobei ich hier jetzt lieber als Löwe unterwegs sein sollte. Bounce. Okay. Und hier bin ich. Toll. In meiner Zelle angekommen. Wunderbar. Aber das bedeutet, dass hier der Zellenkollege ist. Das heißt, es muss hier noch irgendwie weitergehen. Ja, dort oben. Von der anderen Seite scheinbar. Hier einmal dran vorbeigelaufen und noch mal hier durch. Nein! Beam me up, Scotty. Den ganzen Weg zurückgehen. Sollte eigentlich nicht das Rätsels Lösung sein. Irgendwas muss es hier also sein. Okay, das war's nicht. So. Du hast Zeichnungen an deiner Zellenwand gefunden. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir ein, dass Aldo meinte, er wollte die königliche Garde an der Nase herumführen. Ich hoffe, die Zeichnungen helfen dir, den Zellenschlüssel zu finden, damit ich freikomme. Nee, irgendwie nicht so. Also irgendwie haben mir die herzlich wenig gebracht. Muss ich gestehen. So, da geht's nicht weiter. Aber hier können wir nochmal versuchen. Larry, bist du das? Wo warst du lange? Du bist dran beim Bewachen der Tür. Verdammt, ich dachte, da kommt jemand. Hey, ich bin's Larry. Würdest du die Tür für mich öffnen? Ach, du bist das. Gut, fragen wir wie immer die Parole ab. Welche Parole wurde noch nie von den königlichen Garden benutzt? Salami. Moment. Warte, du bist ein Betrüger. Aber... Moment. Aha. Tomate und Käse. Moment. Ah, okay. Salami, Apfel, Käse und unendlich. Oder was auch immer das sein soll. Vielleicht auch Pizza. Nee. Geht natürlich um Pizza. Haha. Got it. Dann probieren wir es doch nochmal. Larry, bist du das? Ja, ja. So. Fangen wir wie immer die Parole ab. Welche Parole wurde noch nie von der königlichen Garde benutzt? Teig, Hühnchen, Salami. Hühnchen! Richtig, nächste Frage. Welches runde Gemüse ist die königliche Garde am häufigsten? Zwiebeln, Rüben, Tomaten. Sollte das eine Tomate darstellen? Tomaten. Richtig, nächste Frage. Was kann man aus den bekannten Parolen backen? Pizza. Richtig, jetzt bist du dran mit dem Bewachen der Tür. Bis dann.
Oh, ausgezeichnet. Das war der richtige Move. Aber trotz allem sind wir hier noch nicht so ganz weit. Oh, what? Okay. Das ist schon eine krasse Nummer hier. So. Ich hoffe, die Tür ist jetzt offen. Ja, ist sie. Njong. Yeah, schnell weg. Okay, nach unten gucken können sie nicht. Ich glaube, als Schlange durch die Gegend zu laufen, ist gar nicht so blöde. Genau deswegen. Wow. Okay, das war ein bisschen zu hart gerade. Oder ein bisschen zu knapp, besser gesagt. Dieser Millimeter, echt jetzt? Aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, was es dort geben wird. Und zwar ganz, ganz sicher nichts weiter als als den Schlüssel in der Truhe. Wir bewachen einfach nur den Schlüssel. Ah, die Pinguine haben es echt mies drauf. Da sollte man nicht unterschätzen, die Freunde. Alter! Und nochmal. Weil es so schön war. Deswegen spiele ich kein Metal Gear Solid. Solid Snake! Ha! Jetzt habe ich erst die Anspielung verstanden. Na komm, beweg dich. Geht doch. Schnell durch hier. Sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Da war ich schon oben. Und dann sowas. Ja, komm. Okay. Alles gut. Oder auch nicht. Da war ich zu gierig. Ja, das Böse ist, man kann halt eben so schlecht abpassen, wann jetzt genau bis wohin genau dieser Blickpunkt von denen ist. So, dreh dich um. Geht doch. Oh. Wer auch immer das gemacht hat, der ist echt auf den Pixel genau gewesen. Okay. Nice try. Und so, fuck it. Ach, das bekommt ihr nicht mit, oder was?
ihr Klopfsporten hier. Ja, war klar, dass es nur den Schlüssel gibt an der Stelle. So. Boing. Jetzt kann man sich ruhig fangen lassen an dieser Stelle. Denn jetzt müssen wir eh nur den Dude da rausholen. Was heißt eigentlich nur? Ist gar nicht so leicht. Und Bounce, da sind wir. Und die Tür ist offen. Yeah! Und da sind wir auch schon, endlich bei dem Dude. Du bist mit dem Schlüssel zurückgekehrt. Ich hatte schon geglaubt, ich wäre dir völlig egal und müsste für immer hier bleiben. Natürlich nicht unglaublich ungerecht, dass Mysticats sie hier eingesperrt hat. Er führt bestimmt nichts Gutes im Schilde. Das war mir in dem Moment klar, als er begann, seltsame Fragen über die Kugeln zu stellen, die weit über das Rückverwandeln von Leuten hinausgehen. Wie dem auch sei, am besten begeben wir uns in meinen Turm und führen unser Gespräch dort ungestört weiter. Gute Idee. Ach ja, boah, ein Glück. Er hat ja diesen Stab. Wunderbar. Nach allem, was passiert ist, glaube ich, dass Mysticats die Kugeln für ein mächtiges Ritual benutzen will, das unsere Welt in den Abgrund stürzen könnte. Wie bitte? Ich dachte, mit den Kugeln würde man alle wieder zurückverwandeln können. Ja, das können sie, aber ich glaube nicht, dass Mysticats sie deswegen haben will. Man kann ihm nicht mehr vertrauen. Ich wette, es ist der Grund, warum Onkel Naboo diese seltsamen Kräfte erhalten hat und außer Kontrolle geraten ist. Ich muss ihn finden, bevor... Jin, ich fürchte, Naboo wurde bereits gefangen genommen. Ich habe gesehen, wie die königliche Garde ihn in eines der tiefer gelegenen Verliese abgeführt hat. Ob sein Stab wohl? Wirklich? Du musst ich muss dort hinein und ihn retten. Ich kann dir helfen, in die Burg zu gelangen, aber zuerst brauche ich einen wichtigen Gegenstand, der von einem durchtriebenen Schatzsammler namens Malino gestohlen wurde. Dieser üble Schurke hat meinen Drachentalisman gestohlen. Ich muss unbedingt wissen, wo er sich versteckt. Er lebt an einem Ort, den nur wenige zu betreten wagen. Auf dem Totenwaldfriedhof. Hiermit kannst du die Wasserfälle passieren, die dorthin führen. Oh. So, den kann ich an irgendeinem Wasserfall benutzen. Das ist doch was Schönes. Sobald du eine Gegend mit vielen dornigen Pflanzen erreichst, ist das Ziel ganz in deiner Nähe. Ich kann dir allerdings nicht empfehlen, dich auf eine zu setzen. Habe ich mal ausprobiert. Tat ganz schön weh. Angeblich soll Malino sich in einer Spukvilla verbergen. Bist du sicher, dass du keine Angst hast? Ich bin doch kein feiges Huhn. Egal. Sehr schön. Und wo ist das jetzt? Da unten. Wie soll man da hinkommen? Vielleicht über die Kristallhöhle oder so? Ich glaube, das wird es sein. Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Lol. Als ob. Ach ja. Moment. Nee, hier kann man noch nicht weiter. Dann runter mit uns. So. Höp. Auf jeden Fall würde ich ganz gerne Stuff haben. Und zwar, ja komm, einmal würde ich mich ganz gerne ausruhen, um alles zu machen, speichern und so weiter und so fort. So,
Mir geht es schon viel besser. Upsa, das war knapp. Dann würde ich natürlich ganz gerne noch meine Magie ausrüsten. So. Und wir könnten noch mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas haben, was wir aufgewertet haben wollen. Oder vielleicht ausgerüstet, je nachdem. Ja, wobei eigentlich weniger. Schildverbesserung, okay. Whatever. Was können wir denn uns für coole Waffen kaufen hier jetzt? Wir können uns noch einen Speer holen. Ah, mit unserer königlichen Garde verwendeten scharfen Waffe erlegst du Angreifer aus Distanz. Das ist schon ganz cool. Was ist das hier? Eine zuverlässige Rüstung für wackere Ritter auf ihrem Abenteuer. Du kannst sie verbessern, um immun gegen Verwirrungseffekte zu werden. Das hatten wir schon mal, das Spiel. Wirf nach Treffern durch körperliche Angriffe auch bei Kratzern und Fleischwunden ein wenig Schaden auf den Gegner zurück. Das ist auch ganz praktisch. Aber... Oh. Ah, verstehe. Nee, hier ist jetzt ehrlich gesagt nichts, was ich ganz gerne hätte. Andererseits... Gab es hier nicht noch irgendwie einen Dude, der... Ja, klar, der war oben. Der hier diese Punkte verkauft hat. Und... Ich würde ganz gerne wissen, wo wir hier noch Sachen versteckt finden. Aber jetzt haben wir 15 Stück. Das ist gar nicht so verkehrt, das einfach mal zu machen. Weil mit 15 Items können wir ganz, ganz, ganz sicher auch die letzten Gegenstände finden. Um damit dann unsere, die Rüstung zu bekommen. So, ausgezeichnet. Jetzt können wir nämlich hier sehen, das ist alles in der Burg, das ist blöd. Aber, schaut mal, wir haben hier allein noch 1, 2, 3, 4 Secrets. Alleine nur im Startgebiet. Finde ich schon enorm. Aber nicht mehr in dieser Folge. So, wir müssen nämlich jetzt wieder hier rüber, glaube ich. Genau, hier und dann nach unten. Wir müssen nämlich wieder die... in die Kanalisation rein. Und dann kurz einmal hier rüber. Schnell zur Schlange werden. Piu! Piu! Boing, boing. Und hier lang. Und durch diese Tür... Oh. Das war die falsche Tür. Merke ich gerade. Das war ebenfalls die falsche Tür. Durch diese Tür muss man nicht durch. So. Jetzt sind wir nämlich hier. Jetzt werden wir zu dem Dude. Und... können hier nämlich nach rechts. Und schon sind wir nämlich da, wo wir weiterkommen. Aber das sehen wir alles in der nächsten Folge. Bis denn, danke fürs Zuschauen und so weiter.